Was ich lesen möchte, ist ein Stück, das nennt sich Der Schlüssel der Piraten. Allerdings ist das mit einem Auge alles nicht ganz so einfach. Von daher tauschen wir das lieber mal gegen eine Brille, ne? Hatten die Piraten ja nicht, ne? Also, geschliffene Piraten. Vorgeschichte. Ich habe da ein wenig eine Macke. Eine? Ach, egal. Meine Mutter, Reporterin, pflegte mir, als ich noch ein Schulkind war, stets mitleidig, herablassend zu sagen: Aufsätze kannst du ja sehr gut schreiben, aber Rechtschreibung wirst du wohl nie lernen. Sie stachelte meinen Ehrgeiz ungemein an. Zwar bin ich auch heute selbst noch nicht fehlerlos, jedoch bemühe ich mich trotz neuer Rechtschreibung darum und leide immer fast körperliche Schmerzen, wenn ich Fehler entdecke. Und ich entdecke sie überall. Also die sind rot, ne? Die sind rot und sie blinken, ne? Und machen ein ganz hässliches Geräusch, wie Kreide an der Tafel. Ja, also ich sehe sie überall. So auch im Baumarkt. Da steht noch glatt, in Emaille gebrannt, über einem Regal, es gäbe dort Ex-Enter-Schleifer. Selbst wenn das mittlerweile die neue Rechtschreibung zulassen würde, ich hoffe natürlich nicht, so bleibt dies einfach nur falsch. Es heißt nämlich und natürlich Ex-Center-Schleifer. Ex-Center-Schleifer. Die ausführliche und lateinische und eben nicht englische Herleitung gebe ich gern auf Anfrage. Zaghaft hatte ich bereits bei vorherigen Besuchen mehrere Verkäufer mündlich darauf angesprochen, hatte jedoch nie den Eindruck gehabt, dass ich mich so richtig gut hatte verständlich machen können. Nun hielt ich es nicht mehr aus und schrieb einige Zeilen auf einen der Ihre Meinung ist uns wichtig, Zettel. Diesen gab ich dann an der Infotheke ab, beziehungsweise zeigte ihn zunächst einer der Damen dort und erläuterte das Ganze ein wenig. Ex. Ex gleich von. Weg aus dem Latein und Center von Zentrum. Sie verstehen? Mit Piraten hat es dagegen nichts zu tun. Also wegen Enter meine ich jetzt. Also Enter. Nein. Das ist doch nachvollziehbar, nicht wahr? Was hat ein Schleifer schon mit der unchristlichen Seefahrt zu tun, oder? Die Dame hatte die ganze Zeit auf den Zettel geschaut, jedoch war keinerlei Ausdruck des Verstehens
über ihr Antlitz geglitten. Nun wandte sie sich stumm ab. Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie dies nicht so sonderlich interessiert, frug ich dann mal so nachher. Irritiert wandte sie sich wieder mir zu und murmelte etwas wie, ich werde es natürlich weiterleiten. Zufrieden war ich nicht direkt, aber sie schaute mich auch die ganze Zeit so an, als wenn sie genau aufpassen müsste, was ich denn wohl als nächstes täte. Ich ging dann nimmer. Und das Ganze ist auch schon ein paar Monate her. Aber über dem Regal steht noch immer Ex-Enter-Schleifer. Manchmal träume ich nachts von winzigen Piraten, die auf Schleifgeräten mit Enterhaken herumturnen. Vielleicht feuern sie sich auch manchmal gegenseitig an. Enter! Enter! Und immer sofort. Warum ich sowas träume? Naja, das weiß man ja nun. Vielen Dank.